Dieser Podcast wird präsentiert von Clank, unser Partner für kinderleichtes Sparen. So, Katie. Puh, jetzt habe ich das Podcast-Gerät geholt. Ah, auf der Couch gelandet. Hi. Hi. Hast du auf den Knopf gedrückt? Ich habe jetzt auf den Knopf gedrückt. Ich weiß, das wird dann Running Gag für die nächsten 10 Folgen, aber damit komme ich klar. Hey. Ich bin jetzt ausgebildet an dieser Maschine. Ja. Schatz, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Wir halten uns, wie ich uns beide kenne, überhaupt nicht an den Redaktionsplan, den wir uns ausgedacht haben. Unser Partner, unser lieber Partner Clank, tolles Team, tolles Gründerteam, also wenn es um kinderleichtes Sparen geht, ist das die Nummer 1 für uns. Die werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hey, diese Podcast-Folge war überhaupt nicht abgesprochen, aber ist egal. Naja, wir hatten einfach so ein tolles Thema gestern, weil ich ja schon, wir hatten ja gesagt, wir sprechen über Tabuthemen. Und ein riesen Tabuthema, das hatten wir gestern gerade mit im Freundeskreis einerseits, aber andererseits auch seit 20 Jahren immer wieder mit Eltern, mit denen ich arbeite. Was macht man, wenn der Partner eine Affäre hat? Wie geht man damit um? Und das zweite Thema war Conscious Splitting. Was ist das eigentlich? Bewusstes Splitting, also bewusste Trennung, ein Fachbegriff, den Gwyneth Paltrow geprägt hat vor 8 bis 10 Jahren. Schwappt gerade von Amerika rüber. Und darüber wollten wir quatschen. Beides Themen, die heikel sind, beides Themen, die aber Eltern beschäftigen. Hast du einen Hund drauf jetzt? Ich habe jetzt einen Hund drauf, ist egal. Also die, vorhin hatten wir die Spülmaschine drauf, die habe ich jetzt rausgemacht. Jetzt haben wir die Nelly. Hallo geh Nelly. Geh irgendwo hin, wo es nicht klappert. Vom Umtausch ausgeschlossen. Der Elternpodcast zum Buch von Katharina Pommer. Was Eltern nicht zu sagen wagen und warum sie trotzdem die besten Eltern der Welt sind. Wie wir als Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern können. Für eine erfüllte Partnerschaft, ein erfolgreiches Family-Business und eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern. Du willst dich mit echten Eltern austauschen? Dann werde Teil der Mindshift-Family und erzähle anderen Mamas und Papas von unserem Podcast. Denn auch für Eltern gilt, vom Umtausch ausgeschlossen. Von und mit Katharina und Norman. Sie liebt unsere Podcast-Session. Guck mal, jetzt kommt sie zum Streicheln. Das ist toll. Hey, das ist real life. Ich lege ein. Ja, diese Störfaktoren und dieses ständige Unterbrochen werden, ne, über das machen wir ja auch immer ein Running Gag. Aber das ist ja genau das Thema jetzt, ja. Also, und das wäre jetzt auch meine erste Frage. Wenn du jetzt mal so die letzten 2 Jahrzehnte zurückschaust, ja, und an Paare denkst natürlich, wann ist denn die Störung in der Beziehung am häufigsten? Also wann findet Fremdgehen statt? Wann wird die Beziehung in Frage gestellt? Wann gibt es so ein Momentum, wo man sagt, hey, das ist so ein wiedererkennbares Muster? Also ich glaube, es ist etwas, Paare sind konfrontiert mit unterschiedlichen Begebenheiten und Herausforderungen, wie jeder von uns. Und viele Paare unterschätzen das. Ja, oder sie überschätzen es, was ihnen passiert. Es kann jetzt eine Krankheit sein, ein Schicksalsschlag, ein Jobverlust. Es kann sein, dass sich durch Schwangerschaft, durch Geburt eines Kindes vieles verändert. Kann sein, dass einer der beiden eine Depression bekommt, Angstzustände oder generell im Leben sich einfach gerade in einer schweren Situation befindet. Es kann aber eben auch eine Affäre sein, ja. Etwas, was von extern, von außen auf das Paar eintrifft und wo man dann sagt, okay, das ist ein Ball, der wurde uns zugespielt, wie gehen wir jetzt damit um? Und grundsätzlich muss man eigentlich sagen, dass ich glaube, ein fataler Fehler ist, dass viele Paare denken, Liebe wäre ein Zustand, ein Gefühl, eine Emotion, etwas, das einfach da ist, aber Liebe ist ein Commitment. Ja, also Liebe ist etwas, das nicht einfach so mal vom Himmel fällt, vor allem bei langjährigen Beziehungen, sondern das ist Arbeit. Das muss man immer wieder aufs Neue sagen, okay, ja. Immer wieder ja sagen, so wie wir auch zum Leben immer wieder ja sagen müssen, gerade in schwierigen Situationen. Das Leben ist ja oft eine Aneinanderreihung von Herausforderungen. Und es braucht immer wieder unser Ja. Wir wurden ja alle nicht gefragt, ob wir in dieses Leben geboren werden wollen. Mhm. Wir mussten immer wieder Ja sagen. Und das ist in der Beziehung genau das Gleiche. Und wann kommt eine Affäre? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Aber es gibt so etwas, über das ich eigentlich echt gern sprechen würde, weil es für mich bahnbrechend war.
Und zwar saß ich da vor über 12 Jahren oder 14 Jahre, schon ziemlich lang her, in einem tollen, jetzt rauscht unser Baby vorn, hast das du das ist, drauf? Das ist drauf, ja. Das in ist ein Amerika, Podcast, ne? In einem richtig, richtig tollen Event mit Psychologen und mit Coaches und mit Therapeuten. Und die haben darüber gesprochen, auch Viktor Frankl spricht darüber, über die Grundbedürfnisse, auch Tony Robbins spricht darüber, dass Menschen Grundbedürfnisse haben. Und auch in einer Beziehung haben Menschen Grundbedürfnisse. Wenn ich ein Beispiel mache, der Karl kommt nach Hause super begeistert und sagt, boah, Jacqueline, ich habe gerade einen 3-wöchigen Urlaub bucht in Peru, wir 2 campen durch den Dschungel, yeah! Und die Jacqueline steht da, der fällt alles runter und sagt, Karl, bist du wahnsinnig, willst du uns umbringen? Du hast das ohne mich gebucht. Wie nach Campen, nach Peru spinnst du? Ich will nach Jesolo, wie die letzten 20 Jahre auch schon, am Strand, schön in unser super Hotel, da kennen wir uns aus, alles easy. Würde man jetzt sagen, ganz lustig, wenn man dazu hört, aber für die beiden ist das eine ernste Situation, die auch eskalieren kann, ja. Wo sich vielleicht die Jacqueline nicht geliebt fühlt, wo sich der Karl nicht wertgeschätzt und respektiert oder verstanden fühlt. Und wo das in eine Richtung gehen kann, die sogar zu einem Ehe ausführt. Aber unterm Strich haben die beiden unterschiedlich priorisierte Grundbedürfnisse. Also die Jacqueline strebt nach Sicherheit, ganz offensichtlich, ja, die will alles routinemäßig wie immer. Und der Karl will Abwechslung, der will Abenteuer, beides Grundbedürfnisse. Bei Jacqueline steht Abenteuer eher ganz weit unten, bei Karl ganz weit oben. Und so ist es auch bei jedem Paar. Also es gibt ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und ich mache diesen Test oft mit Paaren, die bei mir in der Praxis sitzen, sage ich, okay, wie sicher bist du dir, dass du vom anderen versorgt und geliebt wirst auch auf einer Skala von 0 bis 10? 10 ist absolut, ich werde total geliebt. 0 ist, ich fühle mich überhaupt nicht sicher, ja, an deiner Seite. Ich habe auch Angst, dass du fremd gehst, ja, weil ich mich B, ist die Frage, wie verbunden und geliebt fühlst du dich. Jetzt haben wir eine Fliege. Also es gibt immer Störfaktoren, ja, aber man schlimm. Muss trotzdem weitermachen. Wir brauchen die nicht kommentieren. Nee, die machen wir einfach weiter. Okay. Wie geliebt und verbunden fühlst du dich? Also wie auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr hast du das Gefühl, ja, ich werde geliebt und ich liebe und ich fühle eine Verbindung. Das ist ja das, was Paare oft rumtreibt, auch frisch gebackene Eltern. Man verliert so diese Verbindung auf der Mann und das Frau wollte ich gerade sagen, das wollte ich gerade sagen, weil das finde ich ganz interessant, weil das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Ne? Du wirst Eltern das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal, so. Und dann verändert sich das, ja. Dann wird deine Familie eine Patchwork-Familie. Auch das ist ja eine Veränderung, ja, die du in der Familie ja irgendwie abbilden musst. Und dann verändert sich ja auch sehr viel bei einem selber, du wirst auch älter, ja. Deine Grundbedürfnisse verändern sich vielleicht ja. In eine ganz andere Richtung, mhm. Ja. Und ich denke, gerade wenn wir so mal an das Thema Schwangerschaft denken und das an die ersten 3 Lebensjahre deines Kindes, ja, dann hast du ja auch ein Thema, dass du erstmal richtig ordentlich Stress hast. Ja. Würdest du sagen, ist man dann besonders empfänglich zum Beispiel für einen anderen Partner oder eine andere Partnerin? Also es gibt ja so Untersuchungen auch, dass sich sehr viele Paare im ersten Lebensjahr tatsächlich trennen. Und wenn sie das überstanden haben, dann, wenn das Kind so 8, 9 Jahre alt ist, also in der Grundschule, 3. Klasse, 2., 3. Klasse, und anfällig für eine Affäre bist du dann. Also ich bin ja der Überzeugung, dass das nicht nur, dass es da kein Täter und Opfer gibt bei Affären, sondern dass beide Paare einen Anteil, also beide Partner einen Anteil haben auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, der eine ist halt eher der Aktive und flüchtet sich vielleicht in eine Affäre oder zeigt dadurch, hey, bin ich dir noch wichtig? Ja, also das ist, muss nicht immer ein Ehe aus sein, da bin ich überhaupt ganz anderer Ansicht. Sondern es kann auch eine Einladung sein, wieder sich näher zu kommen, hinzuschauen, was brauche ich eigentlich? Kann ich dieses Commitment, das wir uns gegeben haben, wann habe ich das eigentlich zum letzten Mal erneuert?
Und anfällig ist man natürlich in Krisenzeiten. Ja? Also wenn der Partner einem, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, geliebt zu sein, diese Verbindung zu haben, wenn es nur noch sich alles ums Kind dreht, wenn man nur noch über den Alltag philosophiert, aber sich nicht mehr als Mann und als Frau in seiner Essenz abgeholt fühlt und wahrgenommen fühlt, wobei ein Partner ja eh nicht alles immer erfüllen kann, alle Rollen, das sehen wir in diesen Hollywood-Romanzen, aber das macht es eigentlich auch so gefährlich, weil wir das eins zu eins auf unser Leben übertragen. Mhm. Und der Partner hat unterschiedliche Rollen, die er erfüllen kann und manche kann er nicht erfüllen. Ja? Wenn es dann um eine Affäre geht, kann er offensichtlich in dem Moment dein Grundbedürfnis nicht erfüllen. Ist es Respekt, Wertschätzung, dann und du fühlst dich überhaupt nicht mehr wertgeschätzt von deinem Partner und respektiert, und dann kommt ein anderer Mensch, der himmelt dich an und da bist du wieder der King oder die Königin und wirst gefeiert, na, dann bist du anfälliger dafür. Da müsstest du in dem Moment, wo du dich verliebst, wo man sagen muss, dass man sich verliebt, ist eine biochemische Reaktion, die, muss man ganz platt sagen, passiert uns allen öfter im Leben, dass man für jemanden schwärmt. Aber dann der Schritt tatsächlich zu sagen, ich lasse mich auf eine Affäre ein, das ist wieder, da habe ich das Commitment dann, da habe ich Nein dazu gesagt und Ja zum anderen. Und dann bin ich mir in dem Moment mir selbst am nächsten und auch am wichtigsten. Ja, da gehe ich ja eher nicht drauf ein, verletze ich meinen Partner dadurch, breche ich unser Commitment, welche Auswirkungen hat das für unsere Ehe, für unsere Kinder, für die Familie. Ist erstmal ein Ausbruch auch, ne? Aus den Bestehenden. Ne? Ja, es ist unterschiedlich. Also mir berichten Menschen Unterschiedliches. Entweder du realisierst dadurch überhaupt, ich bin nicht glücklich in meiner Beziehung, und die intelligenteste Frage wäre eigentlich im nächsten Schritt, was brauche ich und wie kann ich es in meiner Beziehung wieder bekommen? Mhm. Aber der einfachere Weg ist, vermeintlich einfachere, im Trugschluss natürlich ist, ich lasse mich auf die Affäre ein, weil da bekomme ich, was ich brauche. Und dann beginnt im Kopf so eine Gedankenspirale, na, weil daheim bekomme ich es nicht. Da bin ich, fühle ich mich eh nicht geliebt, nicht verbunden, nicht wertgeschätzt, nicht respektiert. Wir haben auch, leisten nicht wirklich einen Beitrag gemeinsam. Wir wachsen nicht mehr, also es kommt ja häufig vor, einer geht zum Beispiel, fängt an auf Seminare zu gehen und verliebt sich dort in jemanden, weil dort spürt man die Verbindung und die gemeinsamen Interessen sind da und man fühlt sich endlich wieder gehört. Aber woran liegt das, dass man nicht um das kämpft, was ja an Werten da ist? Ja, man hat eine langjährige Beziehung. Man hat vielleicht ein Haus zusammengebaut, einen Baum gepflanzt, Kinder bekommen und so weiter. Was ist das Thema, dass ich mich dann darauf in dem Moment einlasse? Und das kann ich mir sehr schwer vorstellen, also sehr gut vorstellen in so schweren Zeiten, in denen wir jetzt gerade unterwegs sind. Also wenn ich an Corona denke, hohe Belastung, gerade für Familien. Dann die Unsicherheit, Ukraine-Krieg in der Welt, ja. Thema finanzielle Situation, ist mein Arbeitsplatz noch nicht sicher und was passiert jetzt mit Inflation und so weiter und so fort. Ja? Wenn dann noch Kleinkind dazukommt oder Baby, ja, dieser ganze Stress noch, und da können wir ja unzählige Sachen aufzählen, das ballt sich dann, ja. Was ist es ist es eine neue Zeit, in der wir in den schnelleren Austausch gehen? Austausch meine ich mit dem Partner wechseln? Oder ist es eher so ein ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Es ist vieles. Du hast jetzt viele Ebenen angesprochen. Werte zum Beispiel stehen hinter den Bedürfnissen. Also zuerst kommt mein Grundbedürfnis, ja, und das ist eben Liebe, das ist Sicherheit, das ist Abwechslung, das ist Anerkennung und Wertschätzung. Und wir haben das in unterschiedlicher Priorisierung, ja, wie ich schon vorher ein Beispiel von Jacqueline und Karl erwähnt habe. Und hinter diesen Bedürfnissen stehen Regeln. Was muss passieren, damit ich mich sicher fühle? Was muss passieren, damit ich mich geliebt fühle? Da gibt es ein tolles Buch, 5 Sprachen der Liebe. Für jeden bedeutet, ich fühle mich geliebt, etwas anderes. Für einen ist es, ich muss 10-mal am Tag hören, ich liebe dich. Für einen anderen ist es, ich will umarmt und gestreichelt werden oder ich will Blumen bekommen oder ich möchte, dass du das Haus aufräumst, den Geschirrspüler einräumst, dann fühle ich mich geliebt. Jeder hat eine andere Sprache und dessen müssen wir uns erst bewusst werden. Und dann ist es natürlich auch das, was muss passieren, damit ich mich respektiert, anerkannt und wertgeschätzt fühle. Und erst wenn wir unsere eigenen Regeln dafür kennen, dann kommen wir auf die Werte. Also es macht nämlich einen riesen Unterschied, ob ich mich geliebt fühle, wenn du
den Geschirrspüler einräumst oder ob ich mich geliebt fühle, wenn du mich auf die Stirn küsst und mir in die Augen schaust und sagst, ich liebe dich. Da habe ich andere Werte. Ja? Also bei dem einen steht Wert wahrscheinlich Erfolg, Karriere, wie schaue ich nach außen, wie wirken wir auf andere. Ist ein völlig anderer Wert als Sinnlichkeit, Spiritualität, Tiefe, Freiheit. Ja, und in dieser Reihenfolge müssten wir uns selbst mal betrachten. Also was sind meine Grundbedürfnisse, was muss passieren, dass sie erfüllt werden und dementsprechend, welche Wertepriorisierung habe ich, was ist mir wirklich wichtig an Werten. Und dann können wir das kommunizieren und in den Austausch gehen und erstmal schauen, wie geht's denn dir eigentlich? Und dieses Gespräch findet ja selten statt. Verstehst du, Beziehung und Elternschaft und Partnerschaft passiert oft einfach so. Da haben wir unsere Role Models als Kind gehabt, die Eltern und dann jetzt Freunde und irgendwie noch in den Romanzen, Hollywood-Blockbuster, dann in Romanen, in den Zeitungen, in den Boulevardzeitschriften, jetzt auf Insta. Aber dieser Rückschluss auf was brauche ich, was ist mir wichtig und wirklich dieses Hinsetzen, sich Zeit nehmen und da kommen wir zur Austauschbarkeit. Das braucht Zeit und Geduld. Ich muss mir gewahr sein, was brauche ich und ich muss auch Interesse an dir haben. Was ist so dein, wo kommen auch deine Verletzungen her? Ja, warum ist dir dieser Wert so wichtig? Warum hast du diese Regeln aufgestellt? Da kommen sie mir dann noch ganz schnell in der Kindheit, wo ich jetzt ein Buch drüber geschrieben habe, das Kind in mir kam mich mal. Und die Austauschbarkeit kommt aus meiner Sicht deshalb, weil wir uns diese Zeit gar nicht mehr auch leisten können. Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Zeit. Viele Paare denken, ich kann mir diese Zeit gar nicht nehmen, weil wir haben eben Haus und Kind und Wohnung und Miete und Auto und Urlaube und Lifestyle und was auch immer. Das muss ja auch alles bedient werden und dadurch kommen wir in so ein Hamsterrad und da, je schneller sich das dreht, umso eher werden Paare an den Rand geschleudert, irgendwann so weit, dass sie sich gar nicht mehr berühren können. Das bedeutet ja auch, dass ein schlechtes Theaterstück auf einer anderen Bühne dadurch nicht besser wird. Ja. Also wenn ich mich um die Beziehung nicht bemühe, ja, und das, was du gerade gesagt hast, diese andere Perspektive einzunehmen, ne, also wie geht's dem anderen, das ist ja schon eine große Fähigkeit, finde ich. Ja. Man ist ja oft sehr mit sich selbst beschäftigt und wie geht's mir gerade? Und mir geht's gerade nicht gut. Und was passiert hier gerade um mich herum, dass es mir nicht gut geht? Aber dann auch nochmal diesen anderen Sprung zu machen. Ich würde ganz gerne, du hast am Anfang gesagt, bewusste Trennung. Mhm. Vielleicht könntest du anhand eines Praxisbeispiels, und das müssen wir so weitestgehend wie nur irgendwie möglich verfremden, weil es natürlich um vertrauliche Informationen geht, aber könntest du das mal praktisch erklären, was das bedeutet oder was man sich darunter vorstellt? Conscious Splitting bedeutet, du bist dir, du hast dir diese Frage gestellt, was brauche ich? Und du hast dich auch mit deinem Partner auseinandergesetzt und ihr seid zu dieser Conclusio gekommen, ihr habt völlig unterschiedliche Grundbedürfnisse, Regeln, die einander nicht erfüllbar sind und auch Werte, die völlig konträr sind oder auch nicht völlig, sondern einfach nicht, das matcht nicht. Und ihr habt wirklich vieles getan dafür, dass es matcht. Ihr habt ein Commitment gegeben, nicht bis dass der Tod uns scheidet, sondern bis dass ich aufhöre, dich zu lieben und das, da bin ich dann ehrlich. Weil eine Affäre gehen wir ja dann ein, wenn wir nicht zu uns selber ehrlich sind und auch nicht zum anderen. Weil dann könnten wir nämlich bewusst miteinander umgehen und sagen, hey, pass auf, ich habe gemerkt, wir haben unterschiedliche Grundbedürfnisse, wir haben viel erreicht miteinander. Ich empfinde auch eine tiefe Zuneigung zu dir, aber ich glaube, wir entwickeln uns in unterschiedliche Richtungen. Und dein Partner würde in diesem Moment, in diesem Conscious Splitting auch sagen können, danke für deine Ehrlichkeit. Wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, nehme ich das auch wahr. Hast du den Eindruck, dass es besser wäre, wir gehen getrennte Wege? Und wenn der Partner dann sagen kann, ich habe den Eindruck, wir wären glücklicher, ohne miteinander den Alltag zu leben, dann sprechen wir von ganz bewusster Entscheidung, von erwachsenen Entscheidungen. Aber wir sind so gewohnt, in diesen Rosenkrieg, der zunehmend out wird, ja, zu agieren, dass wir immer auch in unseren
Glaubenssätzen verankert haben, Trennung ist immer mit Streit und mit Hass und mit Wut und mit Verletzung und Täuschung, Enttäuschung verbunden, dass wir diesen Sprung schaffen müssen, nicht nur unseretwillen, sondern auch den Kindern willen, zu sagen, okay, es gab die gemeinsame Zeit und die Ebene unserer Beziehung wird sich jetzt verändern. Wir betreten eine neue Ebene, wenn man Kinder hat, die der Elternschaft, die der bewussten Elternschaft. Wir sind Mama und Papa, unsere Kinder dürfen uns beide lieben. Dann entsteht auch kein Trauma durch Trennung und Scheidung. Ja? Wenn ein Kind weiß, hey, ihr dürft uns beide lieben, wir sind Mama und Papa und wir waren nicht mehr so glücklich miteinander und gehen deshalb jetzt getrennte Wege. Das ist so eine meiner Hauptanliegen auch in der Arbeit mit Paaren. Wenn die zu mir kommen und sagen, hey, uns geht's gerade schwierig, wir wissen nicht, sollen wir trennen, nicht, dann sage ich, es ist für mich, spielt es keine Rolle, ob ihr euch trennt oder zusammenbleibt. Es ist nicht mein Ziel, euch in eine Richtung zu lenken. Mein Ziel ist, dass ihr beide wieder glücklich seid, ob miteinander oder ohne einander. Das müsst ihr entscheiden. Das liegt in eurer Hand. Nur dieses bewusste Trennen heißt, ich habe mich mit mir beschäftigt und ich habe mich auch mit dir beschäftigt. Und ich muss dich nicht schlecht reden, damit ich meinen Weg gehen kann. An dieser Stelle möchte ich euch noch unbedingt auf unseren Partner Clank hinweisen. Clank begleitet Familien von Anfang an bei finanziellen Angelegenheiten. Die einfach zu bedienende App ist eine einzigartige Kombination aus Bankkonto, Sparplan, Cashback-Gutschriften und nachhaltigen Anlagen. So macht Sparen in der Familie, also im Clan, richtig Spaß. Lerne hier bei uns auf der Mindshift Elternplattform, wie du finanziell für die Zukunft deines Kindes oder deiner Kinder vorsorgst. Jede Woche veröffentlichen wir mit Clank einen Finanztipp in unserer Community, den du direkt ausprobieren kannst, um zu sehen, wie kinderleicht Sparen wirklich sein kann. Werde ein Held für deine Kinder und hol dir gleich die App für dein Smartphone. Wie kannst du helfen? Also das fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Wie kannst du helfen, wenn ich habe eine Affäre gehabt? Ja, also nicht ich, aber... und jetzt habe ich diese innere Hin und Her oder Zerrissenheit. Ja? Also liegt mir noch was an der bestehenden Beziehung irgendwie ja schon, ja. Meinetwegen, keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre zusammen, ja. Und auf der anderen Seite natürlich dieser Reiz des Neuen, mhm. Ja. Und jetzt komme ich zu dir mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner und wir haben genau diese Situation, ja. Mein Partner, meine Partnerin hat das erfahren und wie auch immer, große Tragik, Dramatik, Riesenstreit. Man entscheidet sich dann, meinetwegen, zum Beispiel zu dir zu kommen, ja. So, dass ich irgendwie einen Dritten brauche, der Brücken baut und das erforscht. Zurück zu meiner Frage. Wie entscheide ich mich denn dann in so einer Situation? Ob für die Familie und für meine Partnerschaft oder eben dagegen, also für die Affäre? Wenn ich dir das beantworten könnte, in dieser einen Podcast-Folge wäre ich die bestbezahlteste Therapeutin der Welt. Fakt ist, ich würde es... Jetzt kommt die Antwort. Wenn die Zauberfee hier stehen würde, ich würde die jedem schicken und sagen, hey, das ist deine Antwort. Aber gibt es eine Technik oder eine Methode? Wenn einer fremdgegangen ist, ja. Und ich war beispielsweise schon auf beiden Seiten. Ich habe schon betrogen und ich wurde schon betrogen, bin ich jetzt ganz ehrlich, ja. Weil das Leben, wenn man 42 ist, spielt einem viele Karten zu. Und manche hat man selber auch gespielt. Manchmal war man jung, manchmal war man nicht so reflektiert, manchmal war man es schon. Und ich habe natürlich mit wirklich sehr, sehr vielen Paaren gearbeitet, denen das passiert ist. Und oftmals ist es natürlich eine große Kränkung, eine große Verletzung auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite. Also auch der fremd geht, ist verletzt und gekränkt und dem fehlt was. Und er hat ein Unvermögen für sich wahrgenommen in der Partnerschaft, dieses Defizit anzusprechen, diese Kränkung und diese Verletzung und dieses Ich bekomme nicht, was ich brauche, für sich wahrzunehmen, aber auch mit dem anderen anzusprechen. Und dann flüchtet man sich oft in etwas anderes, weil man vermeintlich denkt, dort wird es mir gegeben. Also da kriege ich es nicht, dort wird es mir gegeben. Und man ist noch in der Phase, wo man es herausfindet. Ist es wirklich so? Oder
Oder stürzt man sich jetzt in etwas Neues, weil man sich eben keine Kraft mehr hat, sich mit der alten Beziehung auseinanderzusetzen, weil es zu viel geworden ist. Weil es gibt Paare, die hatten 3-4 Jahre keinen Sex, weil 2 Kinder nacheinander gekommen sind. Und dann sagt der eine, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und dann wäre natürlich eine Antwort, die ich mir oft wünschen würde, ja, zu sagen, hey, ich kann es nachvollziehen, aber dass du mich vermisst hast, dass du Sexualität vermisst hast, dass du es jetzt bei wem anderen gesucht hast, verletzt mich wahnsinnig. Können wir es wieder beieinander, miteinander finden? Können wir uns wieder den Raum geben, auch als Paar, weil das in diese Falle tappen viele Eltern, dass sie sich diese Zeit nicht mehr nehmen, dass es eben nur noch ein Funktionieren ist, nur noch für die Kinder, nur noch Priorität, Job, Arbeit, Kinder, aber nicht mehr das Paar. Und man muss sich einfach, es klingt wahnsinnig unromantisch, aber es ist so, man muss sich einen Terminkalender wie einen Arzttermin, wie ein Fußballspiel oder wie ein Geschäftstermin eintragen, Paarzeit. Das ist unsere Zeit. Oft liegt man ja wie eine Leiche am Sofa am Abend und schaut nur noch Netflix, weil man keine Kraft hat. Man liebt den anderen, aber man ist so ausgelaugt, ja, von den Nächten mit Baby, von dem Job, von allem drumherum, dass man diese Kraft nicht mehr hat füreinander. Und das wäre auch ehrlich zu kommunizieren. Schatz, ich liebe dich und ich habe gerade keine Kraft. Glaubst, stehen wir das jetzt miteinander? Ich würde dich bitten, dass wir es miteinander durchstehen. Ich weiß, wir sehnen uns, also auch nach Sexualität, nach Nähe, nach Verbindung, nach Gesprächen, wie man so am Anfang hatte. Ja? Da können wir ja nochmal eine extra Podcast-Folge machen, sonst heute haben wir schon ziemlich viel reingebracht. Aber wir glauben, das muss immer anhalten. Aber die Wahrheit ist, das ist eine biochemische Reaktion, ja, unseres Körpers, unseres Gehirns. Das dient nur der Fortpflanzung, diese Phase der Verliebtheit. Und dann alles, was danach kommt, ist Arbeit. Da entsteht nämlich dann die tiefe Freundschaft, die tiefe Verbundenheit, das ist was auch ganz was Spirituelles an und für sich ist, ja. Und dieses Commitment. Wenn wir uns nach diesem Abenteuer und diesen Kribbeln sehnen, dann ist es wie wenn man auf Droge ist, ja. Wie wenn man einmal einen Rausch hatte und man will da wieder. Aber das ist nicht gesund auf Dauer, ja. Eine ständige Affäre ist nicht gesund und mit dem bestehenden Partner wird's das Gehirn in der Form von alleine nicht mehr hinkriegen. Da müssen wir uns wirklich Mühe geben. Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen Neues erleben. Wir müssen für Abenteuer bereit sein. Wir müssen uns wieder entdecken wollen. Es gibt auch eine tolle Netflix-Serie, die heißt von Gwyneth Paltrow. Ich glaube, Goop, Love and Sex oder Love, Goop and Sex. Die würde ich total empfehlen. Also ja, wir packen das mal in die Shownotes. Ja. Ist richtig klasse, sollte man sich als Paar echt anschauen. Und einfach dieses Spielerische muss man sich wirklich erarbeiten. Das muss man sich in Terminkalender eintragen und offen für Neues sein. Das fällt nicht mehr einfach vom Himmel wie am Anfang. Und diese Falle tappen viele, viele Paare. Heißt aber auch, dass die Kommunikationsbasis eine neue und vor allem super ehrliche sein muss. Ja. Also wenn sich beide wirklich ehrlich das sagen können, allein das, also so als Tool, ja, weiß nicht, ob man da sich verabreden kann und kann sagen, heute Abend bei einem Glas Wein, wir erzählen uns mal ehrlich jeder zwei Sachen, die ihm gerade wichtig sind. Aber ist das eine Idee? Das ist, ja, aber das musst du auch mal halt. Erstens, ist uns das gar nicht beigebracht worden. Viele von uns erarbeiten sich jetzt erst mühevoll, was will ich eigentlich, was brauche ich, weil uns das als kleines Kind schon abtrainiert wurde. Die Erziehung von damals steht auch in meinem neuen Buch, Das Kind in mir kam ich mal, war so darauf ausgelegt, da gibt es eine Obrigkeit, es gibt eine Autorität und die weiß besser, was ich brauche. Die weiß besser über mich Bescheid als ich. Es fängt schon an, wenn das Kind rausgeht und sagt, mir ist nicht kalt, ich brauche keine Jacke. Und dann läuft ein Erwachsener, du ziehst da jetzt die Jacke an, weil es ist kalt, Ratsch. Und dadurch wird dir abgesprochen von klein auf, das war halt vor dieser bedürfnisorientierten Erziehung, also als wir Kind waren, wird dir abgesprochen, was wahrzunehmen, zu lernen, wahrzunehmen, was brauche ich, was tut mir gut. Und das müssen wir uns jetzt erst erlernen. Was brauche ich, was tut mir gut? Dadurch gab es auch eine Phase dieser Egozentrik, ja, dieses Ich, dieser Ichhaftigkeit. Egozentrik ist ja was Gesundes auch teilweise, aber die Ichhaftigkeit, wo es Ich über dem Wir, ja, die ist nicht gesund.
jetzt kehrt sich's ja wieder, wir über dem Ich. Und das geht auch nur, weil viele Menschen jetzt für sich erkannt haben, ich muss mir erarbeiten, wieder herauszufinden, was brauche ich, was sind meine Grundbedürfnisse, mhm, wann kriege ich die erfüllt, das, was wir vorher besprochen haben. Und dann erst kann ich überhaupt kommunizieren, ehrlich, was ich brauche. Also oftmals werfen sich Paare auch vor, du bist nicht ehrlich, du bist einfach fremdgegangen, hast mir das nicht erzählt und was du vermisst, du gibst uns nicht mal eine Chance. Und der andere steht da und sagt, ich habe das nicht mal realisiert, was mir fehlt. Ich konnte es nicht mal benennen. Mhm. Und das ist echt eine Not, wenn das ein Mensch nicht für sich erfassen kann und dann auch in eine Affäre hineinplumpst. Mhm. Und deswegen gibt es für mich kein Opfer und kein Täter, sondern beide gleichermaßen stehen auf der gleichen Ebene. Und man muss sich diese Beziehungsdynamik individuell anschauen. Das geht relativ rasch. Also das geht innerhalb von 2 bis 5 Sitzungen, ja, das ist ein paar von ich will mich scheiden lassen hin zu, oh mein Gott, wir sind wieder committed. Mhm. Das ist das Schöne dran, ja, wenn man wirklich weiß, wo man hinschauen muss. Und dann erst gibt's die nächste Ebene, dass der andere, dein Partner, das ja auch halten lernen muss, da, diese Ehrlichkeit, ja, mit der konfrontiert zu sein in sich, aber auch vom Gegenüber, das aushalten zu können, ohne sich angegriffen zu fühlen, ohne sich getäuscht oder verletzt zu fühlen, ohne den anderen dann in eine Rechenschaft zu bringen, ja, dieses Schimpf und Schande und Verurteilen, ja, so kann man das nennen, das, sondern einfach hinhören und sagen, hey, danke, dass du mir das mitgeteilt hast. Das ist conscious relationship. Ja, also das ist diese Achtsamkeit. Aber über die können wir noch in vielen Podcast-Folgen sprechen. Wenn es unsere HörerInnen interessiert, können wir da gerne noch in die Tiefe gehen. Weil ich glaube, das ist etwas, das super spannend ist. Ja, finde ich auch. Heute haben wir schon wahnsinnig viel Content reingehört. Ja, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten. Ich kann ja einen 15-Teiler draus machen aus dieser Podcast-Folge. Ja, stimmt. Wir könnten weiterreden und du machst dann Teil 2. Ja, es stimmt. Nein, aber ich würd das wirklich schließen, weil, also schließen in Form von Aufmachen für unsere Hörer und Hörerinnen, dass man einfach sagt, okay, wo ist vielleicht ein Thema, ja, wo wir nochmal reindenken und sprechen könnten. Ja, mir ist noch was eingefallen. Ja. Vielfach wird ja oft der Rat gegeben, setzt euch einmal in der Woche zusammen, jeder spricht 20 Minuten, Kommunikationstraining, vorher gewaltfreie Kommunikation, also Ich-Botschaften und in Bedürfnisse aussprechen. Aber das ist ganz fein und das ist ganz toll. Aber wenn du dir nicht vorher Gedanken gemacht hast, was sind überhaupt meine Bedürfnisse, und auch vorher nicht Gedanken gemacht hast, wo sind meine Verletzungen. Also ich habe da auch so ein Protokoll für Paare, das ich auch gern immer zukommen lasse, wenn wir miteinander arbeiten, wo du dir mal bewusst machst, wo sind eigentlich meine Verletzungen, was sind meine Prägungen, was habe ich von Mama und Papa gelernt, wie funktioniert Mann sein, Frau sein, Beziehung überhaupt, wo sind da meine Verletzungen auch. Und da sehe ich übrigens die große Lücke, ja, weil die 5 Sprachen der Liebe und so weiter, ja, das sind ja alles auch mit diesen, wir setzen uns zusammen und jeder darf mal dem anderen vors Schienbein hauen und so und sagen, was einem gerade nicht so funktioniert und so weiter. Aber sich dieses Selbstbewusstsein und auch das Bedürfnis da sein kann, ja, dass ich mir sage, hey, jetzt hatte ich 3 Jahre, um bei deinem Beispiel zu bleiben, keinen Sex, weil Kinder auf die Welt gekommen und so weiter und Stress ohne Ende. Aber ich habe das Bedürfnis, ja, und ich möchte das ansprechen. Mhm. Ich will es aber erstmal wahrnehmen. Mhm. Und dann, ohne dass man jetzt so eine Riesenmethode auspackt, ja, wo dann jeder was aufschreiben muss oder so, dass ich einfach in einem normalen Gespräch das Vertrauen habe zu mir selber, dass dieses Bedürfnis da sein kann, aber auch zu meiner Partnerin, zu meinem Partner und das ansprechen darf. In der Kommunikationstraining oder Kommunikationstechnik funktionieren erst, wenn du dir auch deiner Traumata bewusst bist und die deines Partners auch kennst. Und das ist mal Grundvoraussetzung, weil ansonsten wirst du nach 2 Sätzen reinkippen, ja, in die Verletzung, in die Anklage, in das, oh mein Gott, wie kannst du sowas sagen, ja, oder wie kannst du so einen Vorschlag machen, wenn der Partner jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich brauche Sex, ich will Sex, bei uns klappt's nicht, ich kann es mal woanders holen, ja, wie kannst du nur, anstatt
das ist was Natürliches. Wenn ich mir dessen bewusst bin, beispielsweise, dass ich mich dadurch nicht geliebt fühle, nicht anerkannt fühle, kann ich sagen, hey Schatz, das ist ein großer Schmerz gerade in mir. Ich fühle mich gerade so abgelehnt. Ich weiß, du meinst das wahrscheinlich gar nicht so. Ich versuche gerade echt mit aller Kraft, deine Bedürfnis nach Nähe zu hören. Aber ich bitte dich inständig, ich möchte es miteinander erarbeiten. Ja, auch, also das finde ich super, auch interessante Überlegung, da können wir auch nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Gibt es verschiedene Partnerschaftsmodelle, Fragezeichen? Ja, ja, absolut. Da können wir was machen. Aber was ich jetzt so meinte, ist nicht nur das Bedürfnis, ja, ich möchte Sex, sondern wie oft? Wie? Ja, wie? Mit wem? Großes Thema, ja. Will ich das überhaupt noch mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin? Ja, also, und das meine ich mit Bewusstsein. Nicht nur wahrnehmen, da fehlt mir was, sondern hat sich bei mir was verändert? Ja. War das vor 5, vor 10, vor 20 Jahren anders als heute? Ja, und das offen diskutieren zu können, also das ist, glaube ich, schon auch so ein gewisses Beziehungslevel, was man vielleicht gemeinsam erreichen muss, um das wirklich ehrlich anzusprechen, ohne dass auf der anderen Seite eine Welt zusammenbricht und diese ganze Verantwortung allein getragen, also gefühlt allein getragen werden muss. Ne? Also ja, die Partnerschaft geht ja dann nach dieser Verliebtheit im besten Fall in die Ebene der Agape, nennt sich das, also der Freundschaft, wo man wirklich auch Freundschaft empfindet füreinander. Zuerst diese Leidenschaft, ja, und dann eben diese Freundschaft, und dann geht das in dieses Commitment, hey, ich will wirklich, dass es nicht nur mir gut geht, sondern ich möchte auch, dass es dir gut geht. Und deshalb brenne ich auch darauf, alles zu erfahren, was in dir so vor sich geht. Und ich gebe alles in dieses Commitment rein, dass ich es auch lernen oder aushalten kann. Wir sprechen aber jetzt von gesunden Partnerschaften, ja, nicht von toxischen Partnerschaften, das ist ein anderes Thema, weil da muss man alles dafür tun, um gehen zu können und nicht um zu bleiben. Aber es ist auch noch ein Thema, über das ich gerne sprechen kann. Cool. Wichtig, ja. Wann weiß man, wann es Zeit ist zu gehen? Ja. Wann ist die Liebe wirklich nicht mehr da? Und wann ist eine Beziehung wirklich toxisch? Wann muss ich gehen? Und wenn ich mich nicht mehr fühlen kann und nicht mehr wahrnehmen kann und gar nicht mehr einen Zugang zu mir kriege, dann kann ich mal schon mal davon ausgehen, dass in der Beziehung was nicht stimmt. Mhm. Aber das machen wir in einem nächsten Thema auf. Okay, ich habe den dritten Hinweis verstanden. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, dann gerne in die Kommentare unter den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir machen für heute den Sack zu. Und die Katie möchte gern unbedingt noch was sagen. Ja, die Podcast-Folge finde ich, ich persönlich finde sie unglaublich wertvoll, wenn ich das mal sagen darf. Ich hätte sie mir schon, sowas hätte ich mir gewünscht an vielen Stellen in meinem Leben. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr sie teilt. Genau, teilt sie und ladet andere Eltern, Mamas und Papas mit in unsere Community ein. Darüber würden wir uns freuen und sagen bis zum nächsten Mal.